Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von City Skylines Scream City mittlerweile. Und jetzt haben wir mal ein funktionierendes, nein, wie soll ich sagen, U-Bahn-Netz gebaut. Ja, jetzt kommen schon ein paar Leute, die gehen schon mal rein. Ne? Das ist jetzt nicht. Sollte jetzt eigentlich auch alles erreichbar sein hier mittlerweile. Bediente Position jetzt in Runde 13. Mal schneller laufen, mal gucken, was passiert. Aber es sollte eigentlich alles machbar sein. So. Ich hoffe, es normalisiert sich jetzt erstmal. Deswegen, ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass wir den Kreisel gebaut haben. Dass die Leute nicht zur Arbeit und nicht einkaufen gehen konnten. Man hier jetzt gerade besser nach dem Laufen. Jetzt kommen ein paar Leute hier und kaufen die Lebende, ja? Ich meine, der sagt ja nicht keinen Kunden an. Das gilt ja auch mal für andere hier nicht. Ja, wir können die Straßen mal breiter machen, das stimmt tatsächlich. Ja, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was am drehen. Sachen ein bisschen nachverdichten. Ich glaube, das soll ziemlich schnell weggehen. Wie die Nachfrage mehr ist. Das kleine Hubersel müsste eigentlich jetzt auch sofort wieder neu gebaut werden, oder? Ja, jetzt schon abgegradet, mal nach hinten. Ich will es vergessen. Wenn ich dieses Grün auf Grün, das sieht man nicht so gut, wenn man da irgendwann weg vergessen hat oder so. Jetzt müsste eigentlich nicht fertig sein. Durch Unmengen an Parkplätzen. Aber immerhin jede dritte WLAN-Parkplatz. So, ich bin schon komplett aus. Ja. Eigentlich nicht so schlecht. So, die Neuen müssen erstmal wissen, dass dann überhaupt eine Schule ist. Die ist ja direkt vor der Tür. Verstehe ich nicht. Was ist du denn? Status Wohlstand. Krankenhausplatz. Shoppingstadt. Der Status Wohlstand wäre vielleicht ganz neu. Könnte man hier genau. Oder ein paar Leute fallen. Und Abwasser. Was haben wir denn? Was ist mit dem Strom? Das ist unser Problem. Aufwind-Solarturm. Den probieren wir doch mal aus. Und jetzt kommen wir nicht wieder von zurück. Das war tatsächlich das Stromproblem einfach. Abwasser eigentlich. Was? Wasserverfügbarkeit. Das ist ein Ökowasseraustritt, okay. Kostet noch reinigen, was auftreten in Wasser, dass die Verschmutzung reduziert wird. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Können wir die dreckige irgendwann mal. Immer mal rausnehmen und einsetzen. Ah, hier. So stehe ich mir die Gebäude vor. Schon ein großer Gebäude. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was.
Wobei, den könnte ich abreißen, theoretisch hätte ich den anderen. Da kann ich noch was anderes gucken. Steuer und Stadtplan. Industrie 4.0. Industrie 4.0. Why not? Gehen wir mal Industrie 4.0. Auf Ordnung. Ja, damit wir wirklich in der Straße mal wieder was machen. Zum Beispiel hier. Kann ich mein dummes Gebäude anklicken, danke. Nicht genug gebildete Arbeit, okay. Nicht genug gebildet. Ah, wir müssen umgebaut haben, alles klar. Vielleicht jetzt der Bedarf an gebildeten Arbeiter. Da muss man auch ein bisschen investieren, wenn es so ausschaut. Hier, hier. Oh je. Wie viele Schulen soll ich noch bauen? Ich kann das mal einfach sagen. Ich habe ja eigentlich... Also eigentlich habe ich ja genug gebildete Leute. Klar, wegen der Industrie 4.0, aber ich müsste nicht mehr Leute haben. Ja komm, deshalb geht der Laden jetzt auch nicht im Bach runter, oder? Von der U-Bahn gebaut. Nein, nein. Nur für euch, Leute. Nur für euch. Ich will diese Industrie halt nicht haben. Ist das nicht zu viel? Ist das zu viel verlangt? Also, das ist die U-Bahn, alles klar.
Okay, machen wir das nächste Gebiet jetzt dran. Friedhofsauslastung, wie sieht es jetzt aus? Friedhof hier, ne? Achso, ich hab's gerade falsch rum gedacht. Genau, falsch rum hab ich gerade gedacht. Haben die auch bewertet. Weiter, Gesundheitswesen, Gesundheit, altes Jahr, eigentlich alles super. Hast du den Waldfried im Yoga-Garten? Fast dasselbe. Vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so trostlos aus. Warum hat es Commercial immer noch Probleme? Ich verstehe es nicht. So, auf jeden Fall selbe Spiel wie vorhin. Nachbelichtet. So, da ist ein Schwein drauf. Ja, ich mache wirklich mal hier hin. Wenn ich größere Gebäude finden kann. Das nimmt uns zu viel Platz weg.
Machen wir mal hier eine Schattenstapel rein. Das können wir bestimmt brauchen. Ja, ich brauche kein neues Land. Das ist zu teuer. Sind es die Ungebildeten, die da einziehen, oder? Okay, hier würde ich gerne noch mal nachfragen. Was macht die Leute manchmal hier drin mit mir? Einen Kiez. Alle auf höchster Stufe. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wie viel jetzt wirklich an den Verkehr ran? Wir haben noch so viel Wohnraum, Platz hier. Und trotzdem ist der Bedarf enorm. Ich bin sonst noch für Mietraum. Verschmutzung, ganz klar. Mit Absicht so. Das wird jetzt hier voll genug mit Leuten. So. Dann nehme ich die hier auch raus.
Weil das wirklich nur Service League anfangen. Die Straßen werde ich auch breiter machen lassen. Also nicht genügend Kunden, nicht genügend gebildete Arbeiter. Was wollt ihr denn? Wirklich? So, das ist mir jetzt egal. Ich bin mir so auf den Keks gerade. Nämlich immer diese kleinen Drecksgeschäfte. Das sind nie die großen, das sind immer die kleinen, die hier haben. Würde sich tatsächlich lohnen, hier eine eigene Autobahnverbindung zu bauen. Glaube ich. Mhm. Ja. Das würde Sinn machen, tatsächlich. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Reinschauen. Abonniert, kommentiert und drückt die Glocke, würde mir sehr helfen. Und wenn euch gefallen hat, dann sehen wir uns morgen. Tschüss!